landschaftlich echt schön hier. Aber geht halt jetzt gerade stetig bergauf. Ne? Stetig bergauf. Und anscheinend die schlimmen Berge kommen erst noch kurz vor Aachen. Da freue ich mich ja schon drauf. Allerdings sollen sie nicht so lang sein. Ich habe jetzt eine längere Pause gemacht, weil der Motor auch ziemlich heiß war. Es war auch bullenheiß, wir haben 35 Grad im Schatten. Ich werde das jetzt wohl öfters machen müssen. Ja, nicht, dass mir mein Motor nachher noch durchbrennt. Das muss nicht sein. Und wie gesagt, es geht hier stetig bergauf. Es war jetzt hier nur leicht. Aber ehrlich gesagt sind mir die steilen Berge mittlerweile schon fast lieber. Da fährst du dann halt hoch und bist oben und gut ist. Und dann fährst du wieder gerade oder fährst von mir aus ein bisschen bergunter. Aber hier geht's jetzt. Im Kreisverkehr abfahren auf Marmelis. Hier geht's jetzt nur leicht immer bergauf. Und durch die lange Pause ist jetzt die Luft aus meinen Beinen irgendwie raus. Also ich muss mich erst wieder reintreten. Oder ich hätte länger machen sollen. Aber ich habe mir auch nicht großartig hingesetzt. Ich habe bloß ein bisschen hinterm Wagen im Schatten gestanden. Also ich habe die Türe aufgemacht, sodass die Solarfläche auch oben stand. Batterie ist übrigens wieder bei 100% nach 16 Kilometer bergauf fast. Die meiste Strecke ging bergauf von den 16 Kilometern und trotzdem ist der Akku wieder voll. Nur genial, die neuen Solarzellen. Irgendwie will aber der Motor gerade auch nicht mehr. Ich denke, dem ist echt zu heiß. Vielleicht muss ich mich nachher doch mal, da ja die Batterien voll genug sind und auch kein Problem mehr sind, mal nachher in Schatten stellen. So, dass der Motor auch im Schatten steht. Er stand halt jetzt in der breiten Sonne, ja. Mit dem kompletten Fahrzeug und Fahrrad auch. Jetzt hier Berg- und Talbahn hier. Ich komme irgendwie nicht auf die 14 Stundenkilometer hier gerade. Das ist abartig. Irgendwie wollen meine Beine gerade nicht. Ich glaube, der nächste größere Schattenblatt. Mache ich doch nochmal 20 Minuten Pause, dass sich der Motor noch abkühlt. Weil irgendwie kommt echt keine Leistung gerade mehr. Aber auf gut Deutsch, ich ziehe den gerade den Berg hoch, den Hänger. Wenn sie auch super sind, die Solarzellen, sie wiegen fast 50 Kilo. Das sind nicht gerade die leichten. Ja, da vorne geht es glaube ich schon wieder bergunter. Vielleicht nehme ich den noch mit, weil der Fahrtwind tut auch gut. Vielleicht hilft es dem Motor auch, weil da muss er ja eigentlich keine Leistung bringen. Da wollte er ja nur. Hi. Hi. Ja, der ist nicht mal angepisst gewesen, obwohl er jetzt hier auf der Seitenspur mich überholt hätte. Hätte aber was gesagt, wäre ich beiseite gegangen, da ich so vorbeikommen kann. Ja,
wir fahren eh unwahrscheinlich viele Gruppen hier, so wie jetzt hier auch. Vorhin hat mir auch eine ganze Meute überholt. Runter war bloß eine Einbildung irgendwie. Obwohl es da vorne danach aussieht. Aber wisst ihr was? Ich halte es hier in dem Schatten schon mal an. Hier ist gut. Hier ist die Steigung nicht so arg. Oder? Sieht der Wagen? Ne, es geht. Und mach euch mal aus. Wenn es landschaftlich wieder schöner wird, so wie jetzt hier zum Beispiel, mache ich euch nachher wieder an, aber ansonsten lasse ich euch mal eine Weile aus. Wie gesagt, ich muss Material sparen. Bis dann. Baba.